Recht herzlich willkommen zur 35. Folge von This War of Mine. Ja, Pavel hat es letztes Mal nicht zurückgeschafft. Das wollen wir hoffen, dass das bald klappt. Und Bruno hat den Unterschlupf verlassen. Er hat uns danach verlassen. Wir glauben nicht, dass er zurückkommen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Wer einmal weg ist, ist weg, oder? Gerade sowas. Okay, Kantje ist wieder da. Dreimal Zucker, achtmal Tabak. Ja, müssen wir noch warten. Gut, weiter. So, das ist Katja. Ja. Und was macht Katja? Die hat Hunger, geht erstmal essen. Und wo ist Maren? Der ist da. Was steht denn hier überhaupt? Ja, stimmt. Ja. Hat der auch was gesagt? Ja. Und ja, okay. Wo geht sie denn jetzt hin? Komm mal, erstmal Feuerholz. Sollte sie nicht gerade essen? Habe ich irgendwo aus Versehen hingeklickt. Ah, da haben wir auch noch kein Essen. Ihn habe ich ausgewählt, der kann aber gerade erstmal dahin. Das da rausholen. Was können wir machen? Wir könnten Schnaps weitermachen. Dafür müssten wir hier was machen. Dreimal Holz herstellen. Das brauchen wir auch für die Öfen dann, ne? Dass hier nicht so kalt ist. Ah, Pavel ist wieder da. Und das hat er mitgebracht. Okay. Gut. Katja kann Essen kochen. Kriegen wir zweimal Essen hin? Ja, wenn wir zweimal Feuerholz haben. Herstellen. Es hat geklopft. Ah, der Händler ist da. Cool. Er macht da unten das. Nee. Ja, da. Gut, und Alkohol geht dann auch, oder was? Da links ist dann das Wasser, oder? Okay, das kriegen wir aber auch noch in den Griff. Oh, Pablo ist da. Nee, sie sollte weiter kochen. Er ist sehr müde und hungrig. Geh mal hier hin, oder? Sollte er. Meck hat ja falscht. Er sollte erstmal kochen. Und uns fehlt jetzt das Wasser. Okay. Wo ist Maren? Da. Ah, jetzt geht sie erst falschen. So. Tabletten sind gefragt. Haben wir. Okay, der hat schicke Sachen dabei. Das Wasser brauchen wir auch noch. Feuerholz und der Filter wäre interessant. Aber obwohl, wir haben noch zwei Filter selber und Feuerholz haben wir gemacht. Das ist wohl ein Scherz, okay. Da haben wir Tabak. Gut, wir können uns einigen. Was haben wir alles genommen, ne? Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Und das reicht auch nicht. Dann handeln wir das. Das ist Katja, die da falscht. So. Ist hier was für... Ja. So, da sind noch Tabletten. Oh, das sind 5 Mal für Tabletten. Nee. Das ist mir zu viel davon. Ich
Nee, dann lassen wir die Tabletten auch weg. Wasser haben wir geholt. Das andere ist jetzt da oben nicht wichtig. Höchstens vielleicht das hier noch. Okay, das hört sich nach einem Deal an, ne? Einer zu viel, machen wir. Ja, handeln wir. Pavel geht schlafen, hatten wir gesagt, ne? Und er kann kochen. Katja geht nochmal falschen. Das nicht. Holz brauchen wir wahrscheinlich noch. Obwohl, das mit dem, ja doch, brauchen wir zum Kochen ja auch. Da können wir uns schon mal einigen. Okay, das reicht nicht. Und das reicht auch nicht. Zweimal Tabak gegen das, doch, das mache ich. Handeln wir erstmal. Gut. Katja geht dann erstmal da weitermachen. Er soll schlafen gehen, genau. Das geht auch zweimal, ne? Ja. Dann mach das mal. Katja kann da erstmal hingehen. Warum scheiß drauf? Verstehe ich nicht. Naja. Gut, das da reinlegen. Weiter geht's. Dann die zweite Falle bedienen. Sie ist sehr müde auch, ne? Mhm. Gut, dann nochmal wieder befüllen. Er macht schon Feuer, dann kann er da auch noch Feuer machen. Und Katja geht schlafen. Halte Stopp, er geht erst dahin, holt den Schnaps da raus, den haben wir auch noch. Können wir neuen machen? Nein, dafür fehlt Wasser und Zucker. Okay. Was können wir denn hier noch machen? Aber da kann er immerhin laufen. Das will er aber auch nicht, ne? Oh, er ist todkrank, sehe ich gerade. Da sollen wir vielleicht mal was dran tun. Die Zigaretten können wir machen, ne? Kriegen wir noch mehr hergestellt? Nein, nur 4 Stück. Aber die sollten wir mal machen. Katja macht dann das Feuer an. Dann legt sie sich hin. Gut. Und er soll die Zigaretten erstmal fertig machen, der Held. Okay. Ja. Irgendwie ist die Anzeige defekt oder was? Was kostet das Upgraden? Okay, viel Holz und noch diesen Mixer. Und oh, hier hinten ist was fertig. Da müssen wir erst das machen. Aber die Zeit läuft uns auch davon, ne? Ja. Tickt schon die Uhr. Kriegen wir noch Wasser hin? Wasser ist wichtig. Ja, ich glaube, er schafft den Filter noch nicht mehr, oder? Doch, 57 war, glaub. Ach, das ist schon rum. Das geht nicht mehr. Das schafft er nicht mehr. Gut.
Er wird im Bett schlafen, definitiv. Aber wir haben die Tabletten nicht genommen, so ein Shit, ne? Sie ist sehr müde, er ist müde. Das heißt, er geht plündern. Sie und er schlafen. Das müssen wir jetzt riskieren. Haben wir hier irgendwo noch was, wo wir hingehen könnten? So, bombardiertes Haus. 96%, da ist also nichts zu hören. Holen. Zerzörte Villa. Ja, da können wir viele Sachen holen, ist aber gefährlich. Na, da wäre 50-50 Chance, aber keine Tabletten oder sowas. Kirche der Heiligen Maria, da ist ja auch noch was los. Und 10 Tage ist das auch her. Vorsicht ist geworden, große Menge Teile, eine große Menge Waffen. Ich glaube, wir gehen da nochmal hin. Ah, verwüstet und verlassen. Vielleicht müssen wir da eine Schaufel mitnehmen. Und das? Handel war da auch noch möglich. Dann machen wir das mal so. Und die wollen bestimmt was zu essen haben. Wir können das noch entbehren, glaube ich, oder? Medikamente haben wir noch. Sowas Doofes jetzt, ne? Das war... Das wollen die alle nicht haben, gehe ich von aus. Der Schnaps ist bestimmt auch noch interessant. Und wo waren die Zigaretten? Haben wir da auch gemacht, ne? So. Das Fleisch lassen wir hier. Das, das. Nehmen wir alles zum Handeln mit. Schippe, ja oder nein? Nein. So, damit gehen wir los. Gucken, was wir erbeuten. Wenn es denn überhaupt was zu erbeuten gibt, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? So, da laufen wir mal rein. So, da ist der Handel. Ja, das ist schön, dass du Sachen zum Tauschen hast. Tabletten nehmen wir, Verbände nehmen wir und dann gucken wir mal. Das ist ein Scherz. Super. Das ist dann wiederum sehr großzügig. Nee, das wollen wir alles handeln. Ein Buch mitnehmen. Wasser. Das Wasser ist schon mal wichtig. Medikamente waren auch wichtig. Kriegen wir noch irgendwas fürs Geld? Das reicht nicht. Und Holz reicht auch nicht. Das Buch. Ne, dann nehme ich lieber das Buch und tue das Teil weg. Ich glaube, da kommen wir besser mit umrunden. Das reicht nicht. Ein Filter ist wohl mehr wert. Ja, können wir uns einigen. Tabletten, Wasser und Bücher handeln. So. Da geht's runter. Dann geht's hier lang. Da kann man runter. Der guckt jetzt noch da, ne? Oder nicht, oder? Sagt noch nix. Da ist ein Kühlschrank, da ist eine Eisentür. Er braucht etwas frische Luft. Geht er jetzt raus? Ein bisschen windig heute.
da gucken wir noch mal rein, ne? Oh, da sind ganz viele Sachen, ne? Das sind alles die Sachen, die der Händler hat, oder? Zum Handeln hat. Lassen wir mal. Da gibt's was für uns. Okay, dann nehmen wir erstmal alles mit. Da geht's aber nicht weiter, ne? Da sind zwei Leute. Der ist müde und geht besser zu Bett. Dann tu das doch bitte auch. Oh, da ist oben jetzt einer reingekommen. Das ist nicht gut. Zeit ist aber noch gut, so ist nicht. Ja. Da ist Gejammer auch. Wo bleibt er da oben? Ah, ich komme jetzt hier nicht weg. Wir brauchen hier eine Säge, aber die ist ziemlich laut. Das wird jeder hören, wenn wir das machen, ne? Wann wird es enden? Genau, gute Frage. Nun, ich kann nicht ewig sitzen bleiben. Gute Idee, geh mal raus. Okay. Widerlich, unsere Zeit läuft weg. Ich würde gerne noch nach hinten, aber ich muss hier vorbei und das ist auch doof. Ich jetzt hier gucken gehen, ne? Jetzt setzt er sich wieder hin. Du glaubst es doch nicht, oder? Kann er mich da sehen, wenn ich da hingehe? Schwierige Frage. Er würde mich sehen, glaube. Die Zeit läuft, der müsste mal rausgehen an die frische Luft. Da geht eine Tür, da kommt noch jemand. Nähert sich aber nicht. Oh, wann will der denn mal zur frischen Luft wieder gehen? Es ergibt keinen Sinn. Ja, der ist auch schon deprimiert. Es gibt wichtigere Dinge zu tun, genau. Rausgehen, frische Luft schnappen. Oh, jetzt ist er nur aufgestanden, oder was? Ich habe noch 10 Minuten oder sowas. Naja, ein bisschen mehr ist es nicht. Ja, die ekligen Kreaturen. Guck doch lieber draußen frische Luft an. Oh. Ich kann leider nicht mehr plündern wie das, was ich jetzt habe, ne? Er hat genug geschlafen. Seine Beine sind taub. Hat er sie wahrscheinlich wieder auf den Stuhl gesetzt. Er hat keinen Sinn. Ich renne jetzt zum Ausgang und muss da vorbei. Weiß nicht, wie der reagieren wird. Versuch das nicht nochmal, okay. Das ging noch glimpflich aus. Gut, dann laufen wir zum Ausgang. Ja, und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.